Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute bereite ich ein Apfelgelee, aber ohne Geleezucker und sogar auch ohne Pektin. Es ist so wunderbar geworden, da freue ich mich wirklich sehr. Die Methode ist einfach, nur Äpfel kochen und durch das im Äpfel sowieso viel Pektin in die Haut, in den inneren Raum, wo die Kerne sind. Und wenn es wird verkocht, wird die ganze Pektin in den Saft reingekommen und kann man auch ohne Geleezucker und so weiter das zubereiten. Schaut mal, das habe ich jetzt die Gläschen aufgefüllt, die sind noch heiß und in die Schälchen sogar noch unten ein bisschen so lauwarm. Aber durch, dass ich hier was aufgeräumt ist und das ist schon fest geworden, da freue ich mich richtig. Schaut, ihr, sogar sehr fest. Richtig schön. Schaut, ihr, kann man richtig so rausnehmen. Super, oder? Und ich habe jetzt für diese 1200 Milliliter Saft habe ich 400 Gramm Zucker genommen, aber meine Äpfel waren auch sehr süß. Deswegen würde ich euch auch raten, wirklich den Zucker so geben und auch mal probieren, dass man vielleicht wird nicht übersüß. Wenn ihr natürlich die saure Äpfel nimmt, dann vielleicht kann man das ein bisschen mehr Zucker reinmachen. Wenn die Äpfel süß sind, dann ist das weniger Zucker nehmen. Aber das Endergebnis ist wunderbar. Ihr könnt mal selber das anpassen. Ich würde euch nun zeigen, wie ich es gemacht habe. Aber hier kommt ihr schon dahin, wie es ist für euch besser. Und schaut, es ist so wunderbar. Sieht. Schade, dass jetzt, ihr könnt nicht sehen, wie ich es sehe, durch das Licht. Weil es ist richtig, richtig schön so. Klar. Und durch das ich zu den Äpfel ein bisschen Beeren dazu gegeben habe, deswegen habe ich so eine schöne Farbe. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Und wenn ihr natürlich Interesse habt, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen. Schritt für Schritt, wie immer. Viel Spaß und viel Erfolg! Für die Apfelgelee brauchen wir Apfelsaft. Und wie bekommen wir Apfelsaft? Wir machen es durch Entsafter, aber dann müssen wir erstmal ihn stehen lassen, dass wird das Fruchtfleisch abgestanden und dann oberste Schicht nehmen, dass es ein schönes, klares Gelee ist. Meine Variante mag ich lieber die Äpfel jetzt verkochen, dann auf die Sieb geben, langsam abtropfen lassen und dann habe ich ein schönes, klares Saft. Und danach machen wir Gelee. So machen wir es. Die Äpfel habe ich schon abgewaschen und wir müssen die nicht schälen und die Inneres müssen wir auch nicht rausnehmen. Nur hier die Blüte und wenn ihr seht, irgendwas vielleicht nicht so schön, das nehmen wir dann raus. Rest können wir gleich in Töpfchen geben, in welche werden wir dann kochen. Diese Gelee werden wir ohne Geleezucker zubereiten, weil die Äpfel haben auch genug Pektin selber und deswegen werden wir nicht schälen und das Inneres auch nicht rausnehmen. Erstmal bereite ich es vor und dann, wenn ihr möchtet, gerne diese Apfelgelee ein bisschen vielleicht Farbe verändern und dann vielleicht noch andere Geschmacknote dazu geben, kann man dazu geben Pfefferminze. Das mache ich heute mit Pfefferminze. Sonst kann man einfach eine Zimtstange dazu geben. Das lege ich gleich unten in mein Töpfchen. Und für die Farbe, dass es schön kräftiger ist, kann man so ungefähr so 100, 150 Gramm Beeren dazu geben. In meinem Fall habe ich jetzt ein bisschen noch von Himbeer gepflückt und unten noch ein paar Brombeeren. Die werde ich auch dazu geben, dass etwas schönere Farbe entsteht. So, aber erstmal machen wir die Äpfel fertig. So, Äpfel habe ich jetzt geschnitten. Unten liegt meine Pfefferminze.
Und jetzt geben wir noch dazu Wasser. Ich habe ungefähr so 1 Kilo 250 Gramm Äpfel, gebe ich dazu 1 Liter Wasser. Und dann für die Farbe gebe ich noch ein paar Beeren. Hier sind ungefähr 150 Gramm. Und stellen wir jetzt zum Kochen. Wenn es aufkocht, danach müssen wir die Hitze weniger als mittel stellen und köcheln wir ungefähr so zwischen 40 und fast ganze Stunde. Das soll einfach ganz, ganz langsam köcheln. So wie beim Essen macht man Schmoren, so genau hier beim Äpfel. Dass der ganze Geschmack kommt raus aus den Obst und Beeren in den Saft. Am besten gleich den Deckel drauf machen, dass es schneller aufkocht. So, die Masse ist aufgekocht und jetzt stellen wir auf niedrige Stufe und werden wir ungefähr so 40 bis 50 oder sogar Stunde einfach langsam köcheln lassen. So, 50 Minuten köchelt mein Obst und ich habe nicht einmal umgerührt, ich habe einfach so köcheln lassen, es, wenn man nicht hin und her rührt, es wird auf der langsamen Stufe nichts was anbrennen, schaut alles gut. Aber wenn wir immer wieder rühren, dann ist der Saft, wird, also so zu Brei wird es. So, jetzt nehmen wir uns ein Töpfchen oder Gefäß und am besten, dass es etwas höher ist. Wenn es das abtropft, dass eure Sieb nicht im Saft steht, bitte achtet, Tuch oben drauf. Und geben wir jetzt auf den Tuch zum Absieben. Und ich lasse jetzt mein Sieb einfach über Nacht stehen. Das stört mich nicht. Da kann es sich schön langsam abtropfen. Auf keinen Fall den Tuch ausdrücken, sonst wird euer Saft dann zu so dickflüssig. So, liebe Freunde, wir sehen uns dann morgen zum Weiterkochen. So, meine Lieben, unsere Äpfel standen die ganze Nacht hier auf dem Sieb. Schaut, es war trocken. Ich habe vor dem Schlafen noch ein bisschen so an mein Tuch so gedreht, dass ein bisschen noch den Saft rauskommt, aber nicht zu stark gedreht, dass es richtig Brei rauskommt. Schaut, wie sieht es aus. Jetzt werden wir unseren Saft abmessen, wie viel dann wir rausbekommen haben. Es fühlt sich schon jetzt etwas wie dickflüssig, schaut ihr. Nicht wie Wasser, hat sehr schöne Farbe, fast so wie heiße Tortenguss. 1 Liter, so 1 Liter, ungefähr 220 Milliliter. Kann man sagen, so 1:1 zu den Äpfel, was wir genommen haben. Normalerweise zu 1 Liter Saft nimmt man 800 Gramm Zucker, weil wir machen ohne Gelee-Zucker. Nur ich habe es probiert von meinem Saft und es ist so lecker, schmeckt so gut, es fast richtige Süße und die Säure, weil die Äpfel war wirklich süß. Und jetzt überlege ich, ob ich kann mein Gelee dieses Jahr auch mit weniger Zucker machen und sage so, dass ich nehme für diese 1,2 Liter Saft nur die Hälfte von dem Zucker, nur 400 Gramm Zucker. Weil ein bisschen Zucker müssen wir schon geben. Diese Bindung Säure und Süße muss das sein und wegen auch Haltbarkeit auch. Nur wir probieren es mit weniger Zucker. Werde ich dann erstmal den einkochen und wenn es im Fall, dass er noch nicht richtig geliert, dann habe ich noch mein Apfelpektin noch von letztes Jahr und den muss ich sowieso schon dieses Jahr verbrauchen, weil er hält nur ein Jahr. Habe ich mal getestet, bis 1 Jahr 4 Monate. Da hat er noch auch gut funktioniert. Dann werde ich dazu geben. Erstmal stellen wir jetzt abgemessenen Saft auf den Herd. Den Töpfchen steht jetzt auf dem Herd, habe ich es angemacht und gebe von dem Zucker nur 1/3. So ungefähr. Nur ein Teil. Und rühren den Zucker ein.
Wir werden Zucker in 3 Portionen dazugeben. Wenn dieses erste Zucker aufgelöst ist, dann kommt dann die nächste und so weiter. So, den Saft kocht noch nicht, aber ist schon richtig heiß und die erste Portion von Zucker ist schon aufgelöst. Geben wir noch eine. So, und jetzt noch der dritte Mal, der letzte Zucker. Und jetzt lassen wir unseren Saft richtig aufkochen. Und wenn er dann richtig aufgekocht hat, dann kann man schon die Zitrone ausdrücken. Eine Bio-Zitrone bitte nehmt ihr und geben wir den Saft von einer Bio-Zitrone dazu. So, unser Saft jetzt sprudelt, kocht und jetzt geben wir Saft von einer Zitrone. So können wir auch probieren, wie es schmeckt. Schmeckt gut, aber beim nächsten Mal probiere ich mit noch weniger Zucker. Oder ich muss noch ein bisschen mehr Säure dazu geben. Es natürlich liegt auch an die Äpfel, was wir so eine Äpfel nimmt. Wir werden jetzt auch unseren Saft einkochen lassen und am besten auf so eine stärkere Hitze, dass es kann etwas einkochen werden, dass ein bisschen den Volumen reduziert wird und dann wird es gelieren. Stellt ihr schon eine kleine Tellerchen im Gefrierschrank, dass er kalt ist, dass wir danach mal Testprobe machen. Immer wieder umrühren natürlich auch und einkochen lassen. So, unser Gelee köchelt ungefähr 25 Minuten. Es sieht man, dass es richtig schön angekocht. Und nach 20 Minuten habe ich schon eine Gelee-Probe gemacht und es sah schon wirklich sehr gut aus. Wenn ich hier ein bisschen Schaum habe, dann abmachen. Und jetzt werden wir nochmal eine Gelee-Probe machen. Dafür stellt ihr am besten ein Tellerchen in den Gefrierschrank, dass er kalt ist. Werden wir schauen. Es läuft schon langsam. Schaut in den Strich läuft nicht so schnell zusammen. Er muss noch abkühlen. Und ich glaube, ich kann schon meine Gelee in die Gläser reinmachen. Und ich brauche kein Apfelpektin dazu geben. Beim nächsten Mal probiere ich wirklich noch mit weniger Zucker zu machen. So, stelle ich jetzt an mein Herd auf die langsame Hitze, dass es mein Gelee ist, immer heiß ist und werde dann in die vorbereiteten Gläser abfüllen. Sehr vorsichtig arbeiten. So, und füllen wir das in die Gläser ein. Herrliche Farbe. Randvoll auffüllen, weil das wird nicht mehr angekocht. Deswegen als weniger Luft im Glas als besser. Gleich zudrehen. Und schaut ihr, wie toll sieht das aus. So, erstmal fülle ich schnell auf und dann sehen wir uns wieder. So, liebe Freunde, sind wir wieder mal fertig. Haben wir uns heute wieder was Leckeres gekocht aus unserem Garten. Und schaut, ich möchte euch zeigen, in meinem Topf habe ich jetzt aufgefüllt. Und schaut, der Gelee ist schon jetzt hier im Topf. Richtige schöne, feste Gelee. Weil die Äpfel haben wirklich so viel Pektin, das kann man auf die Geleezucker eigentlich verzichten. Und beim nächsten Mal versuche ich sogar mit noch weniger Zucker das zu machen. Und im Fall kann ich immer noch Apfelpektin dazugeben. Schaut, wie fest. Ich wollte noch gerne mal euch zeigen, ich habe 2021 ein Video dafür gemacht, in Weintrauben-Gelee zu kochen. Und schaut, das habe ich mit Pektin gemacht, habe ich extra mich hier auch aufgeschrieben. Ich habe 2 Sorte gemacht, mit Geleezucker und mit Pektin. Und das ist jetzt mit Pektin. Schaut, wie fest ist das Gelee. Habe ich sogar ein bisschen zu viel Pektin schon dazu gegeben. Kann man eine richtig schöne Pirogchen füllen oder Brotchen, gefüllte Brotchen machen. Aber auch aufs Brotchen, auch schmeckt sehr gut. Ich wollte nur zeigen, dass es sogar schon nach 2 Jahren trotzdem Marmelade oder Gelee ist super gut mit Pektin, wenn wir es selber machen.
Also, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Probiert sie mal. Und wenn ihr eure eigene Erfahrung irgendwelche habt, dann teilt es mit uns unten in die Kommentare. So, ich wünsche euch alles Gute, liebe Freunde, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!